Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Last of Us. Ja, diesmal mal mit Webcam und einem ordentlichen Mikrofon. Ich hoffe mal, das Mikrofon rauscht nicht, damit hatte ich nämlich schon so einige Probleme gehabt. Jetzt hier runter. Aber ich hoffe mal, jetzt habe ich es ordentlich eingestellt gekriegt. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell ja, los. Ja, wie gesagt, ich hatte... Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Ja, tja, er hat immer irgendwas. Das reicht dann für eine Weile. Warte, Sporen. Ja, also ich kenne diese Stelle schon. Da meine Stimme wieder nicht mit aufgenommen wurde. Und ich wollte jetzt wo nicht... Wo zur Hölle kommen die her? Sehr was hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Ja, ich wollte jetzt nicht wieder ein paar Folgen ohne meine Stimme machen. Deswegen musste ich das nochmal von vorne spielen. Da liegt ja der Grund. Ja. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Hier sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. So, gleich treffen wir... unsere Zombies. Scheiße! Pass auf, pass auf! Helf mir! Meine Maske ist kaputt! Ich will mich nicht verwandeln. Oh, hier sieht sogar noch so eine Waffe. Bitte. Was willst du jetzt tun? Erstmal nachladen. Sorry, Kumpel. Gehen wir. Hier sind aber auch noch, glaube ich, Zombies gewesen. Davon. Ja, es sind nicht gerade wenige. Willst du vorgehen? Ich wusste auch noch nicht, dass man Zombies erwürgen kann. Also das habe ich noch nie gehört oder so. Oder auch nicht im Film oder so gesehen. Himmel! Ist hier noch... Hey, andere Taste. Ne, ich sehe hier nur die beiden. Die erschieße ich, weil ich wüsste nicht, ich glaube, wir würden sterben, wenn wir da so hingehen würden. Oh, beweg doch deinen Kopf nicht so. Scheiße. Oh. Und. Oh, viel zu viel Munition verschwendet, Kacke. Ich wollte. Oh. Wie boxt man nochmal, arme Schirk. Kacke. Okay, das waren alle. Übrigens, das Boxen macht dir, finde ich, mega viel Spaß. Gehen wir zurück in die Stadt. Das ist hier, finde ich, voll geil gemacht. Vor allem auch diese Vielfältigkeit. Ja, lässt du mich mal durch die Tür. Meine Güte. Oh, da liegt noch was. Wir laden mal nach. So, wo ging's hier raus? Ah, hier. Ich hoffe mal, die Aufnahme ruckelt jetzt nicht. Oder die Kamera oder so. Das ist jetzt die erste Aufnahme, die ich so damit mache. So, hier haben wir nichts. Nicht von, dass ich ab und zu mal auf die Uhr da gucke, weil ich immer gucke, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Länger nicht mehr gespielt. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey,
Wenn sie nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Hier hatte ich das letzte Mal schon alles durchgeguckt. Hier war nichts weiter. Aber wo ging es nochmal aus? Ah ja. Hier lang. Sicher den Eingang. So. So, dann müssen wir jetzt, glaube ich, irgendwo ein Brett holen. Verdammt, das Brett ist weg. Ja, lass mich doch runter hier. Kann ich hier runter? Wärst du so nett, bitte? Ja. Ich hole es. Hier, reich es rüber. Ach, ich sehe gerade, ich kann auch bei OBS gucken, wie viel man auf dem Loch. Das ist auch cool. Praktisch. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Wo ging es jetzt nochmal raus? Hey, hier war es nicht. Oh, ich habe es letztes Mal schon gesucht. ach, hier. Schwing deinen Arsch hoch, dann los. Zack. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Ich glaube, hier lag auch nichts mehr. Nee. Mach zu. Hier war, glaube ich, noch irgendwas zu mitnehmen. Oder auch nicht. Nimm dir die Kugel. Hm. Wir brauchen sie noch. Kann ich nochmal nachladen? Ja. Haben wir wieder ein bisschen Munition. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Was hat sie ihm da gegeben? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Seid das, seid das. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Gehört, nicht jetzt, Terrence. Nein, 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 ist gut, ich nicht hab die Karte da. Jetzt, verstanden? Okay, kann ich machen. Zick doch nicht gleich so rum, deswegen. Ja, hier gibt's, glaube ich, Frosch oder was gab's hier? Wir verhungern. Nee, Ratten. Ruhig bleiben. Der Nachschub kommt schon. Ratten gibt's hier. Mmh. Hey, wag es ja nicht, dich vorzudrängen. Wer mag's nicht? Na, super. Hab ich ja schon wenig. Anfassen heißt kaufen. Ja, ich fasse doch gar nichts an. Ist lange her. Ich glaub, mal gucken, wer hier sind. Du musst blocken. Alle, Mann. Wer sich hört, mach richtig rein. So wird's richtig gemacht. Na los. Oh, mach den Trottel fertig. Mach ihn alle. Mach schon. Ich hab mein Geld auf dich gesetzt, du erbärmlicher Penner. Oh, Mann. Hau ihn mal rein. Lass dich nicht verarschen. Sag du, na los. Oh, das war's. Oh, hau ihn um. Totenstille. Eben gerade alle noch hier gefeiert, keine Ahnung. Ja, denn urplötzlich auf einmal alle ruhig. Na, wo willst du denn hin? Malik, setz dich. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Was okay, hier gab's nichts. Nein. Oh, dass man hier nicht schneller gehen kann, das regt mich irgendwie ein bisschen auf. Oh, ein Brief. Vergrößern. Lesen.
Bekanntmachung. Ziviles Dienstsystem. Der General der Quarantänezone von Boston an Scheißdorf. Begrüßung. Als die diensttauglichen Zivilist... Was? Als diensttauglicher Zivilist erhalten Sie hiermit Befehl, an verschiedenen Einsätzen zur Instandhaltung der Quarantänezone teilzunehmen. Bitte finden Sie sich am 15. Dezember um 6.30 Uhr im Hauptbüro an der Charles Bridge zur Entsendung an ein Verwaltungsbüro der Streitkräfte ein. Bei schuldenhaften Nichterscheinen am oben angegebenen Ort zur oben angegebenen Zeit erfolgt Einschränkung der Ration sowie gegebenenfalls Verlust der Aufenthaltsberechtigung. Legen Sie diesen Befehl beim Erscheinen vor. Wichtiger Hinweis, unbedingt beachten, wenn Sie in den vergangenen 6 Monaten bereits Arbeitsdienst geleistet haben, kann der Dienst bei Nachweis verschoben werden. Wenn Sie an einer physischen oder psychischen Erkrankung leiden, die Sie nach Ihrer Einschätzung dienstunfähig macht, legen Sie ein entsprechendes ärztliches Attest vor. Alles klar. Oh. Das könnte so süß. Hat mit der Giraffe. Der Typ hat in dieser Fabrik jede Menge Zeug gehortet. Oh, wow, wow. Moment, Mann. Okay. Ja, also besucht. Die lernen wir auch bald kennen. Das kann ich schon mal verraten. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen,